Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen Elf Haul für euch. Und zwar ist das ja die Marke, die jetzt auch bei Rossmann neu angezogen ist. Und ich habe aber Elf, also E-L-F, was übrigens für Eyes, Lips, Face steht, schon 2013 oder 2014 tatsächlich von denen selbst aus dem Ausland bestellt. Es ist also für mich keine neue Marke und ich habe auch dieses Jahr schon in Amerika geshoppt, sozusagen diese Marke, mit meiner lieben Zuschauerin Tina zusammen. Sie hat mich nämlich mitgenommen in Ulta Beauty und ja, da haben wir geshoppt, beziehungsweise es heißt ja Ulta und wir waren in der Beauty-Abteilung, genau. Also, habe ich hier eine Menge Sachen von Elf und dieses Video hier wird auch ein bisschen früher für Kanalmitglieder online gehen und ihr dürft nämlich gleich auch noch abstimmen. Ich werde eure Kommentare ja ein bisschen früher lesen können als all die anderen dann, wenn dieses Video dann für alle online geht. Also unbedingt alle fleißig mitmachen, wenn ihr dieses Video hier vor den anderen sehen solltet. Ich zeige euch die Produkte, die ich aus Amerika geshoppt habe und die Produkte, die die liebe Kati mit mir zusammen im Rossmann geshoppt hat, jetzt wo ihr eben die Produkte finden könnt. Ihr könnt aber auch alles online bestellen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Haul. Hoffe natürlich wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht und falls nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ja, also ich habe so viele verschiedene Produkte hier aus wirklich verschiedenen Kategorien, Tools, Make-up und Zusatz-Make-up und ja, ganz, ganz, ganz viele tolle farbliche Make-up-Produkte, auch Farben, die mein Herz ganz besonders hochschlagen lassen. Und ich zeige euch jetzt alles, blende euch immer ein, die Produkte, die Preise, damit ihr schon mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und falls du jetzt gerne Kanalmitglied werden möchtest und das hier vielleicht erst siehst, wenn das für alle online geht, ab 99 Cent kannst du meinen Kanal hier unterstützen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über ein kostenloses Abo. Also ja, ich stecke hier sehr, sehr viel Arbeit und Liebe in meine Videos und freue mich natürlich über jeden, der meiner YouTube-Familie hier beitreten möchte und vielleicht auch meinen Kanal noch ein bisschen extra unterstützen möchte. So, als erstes habe ich hier zwei Lidschattenpaletten, die wirklich jetzt echt schon lange bei mir sind und ich habe sie einfach noch nicht benutzt. Es ist einfach, weil ich so viele Sachen habe, durch die ich mich durchteste. Und ja, die zwei hier von Elf sind bisher leider hinten übergefallen. Die habe ich aus Amerika, aber ich glaube, man kann sie auch hier mittlerweile jetzt kaufen. Das ist nämlich einmal die Eyeshadow-Palette Truffles und ich finde die so schön. Und ihr dürft nämlich jetzt auch über die Lidschatten abstimmen. Das ist eine so interessante Palette mit diesem ganz, ganz schönen schimmernden Grauton, zwei Brauntönen und einem matten Schwarzton. Und ich liebe diese Farben, passt natürlich auch jetzt gerade zu heute sehr, sehr gut. Und ja, ich habe einmal diese im Angebot, also die Truffles Palette. Ich mag halt auch diese kleinen Lidschattenpaletten total gerne, gerade dieses Jahr. Ist das so ein Ding, das habt ihr jetzt öfters bei mir gesehen. Und das hier ist die Variante Hot Jalapeno. Und die haben eben, ja, so die Töne, die meinen Namen schreien. Ihr wisst es, Grün und ich, das ist einfach eine Liebesgeschichte. Und wir haben eben hier einen matten grünen Ton. Dann haben wir noch dieses schöne Moosgrün und noch zwei Schimmertöne, nämlich einmal ein Goldgelb. Es ist eher gelb. Und eben dieses schöne schimmernde Grün hier. Und ich bin so gespannt, wofür ihr abstimmen werdet. Ich zeige euch nochmal beide Paletten. Also einmal die Nude-Palette, Truffles oder Hot Jalapeno, die grüne Palette. Stimmt gerne in den Kommentaren ab. Dann kommt das nämlich in meinem Testvideo mit der Lidschattenpalette, für die ihr euch entschieden habt. Dann habe ich hier noch ein Liquid Eyeshadow von Elf. Und da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich den aus Amerika habe oder ob ich mir den aus dem Trashy geholt habe. Das ist hier die Liquid Metallic Eyeshadow Variante in Aurora. Auf jeden Fall so ein ganz, ganz tolles metallisches Grün. Schaut euch das an. Ich liebe sowas. Ja, das macht ja einfach mich glücklich. Ne? Wenn ich diese Farbe anschaue, es macht mich einfach so glücklich. Ich liebe alles, was so ins Grün, Grün-Bläuliche geht. Also Petrol ist jetzt zum Beispiel mit auch meine Lieblingsfarbe und ich finde es einfach richtig, richtig schön und ich würde einfach schauen, wie ich das dann ergänze, je nachdem für welche Palette ihr euch entscheiden solltet. Ich finde es einfach ein total schönes Produkt und ich finde Marken, die Liquid Eyeshadows im Standardsortiment haben, eben einfach auch immer sehr spannend, weil ein Liquid Eyeshadow ist nicht Liquid Eyeshadow. Aber, wo wir gerade schon bei Lidschatten sind, ich glaube, wenn ihr euch für die neutrale Palette entscheiden solltet, würde ich das einfach mal irgendwie vielleicht auch noch versuchen mit hinzuzufügen. Das ist einer von den Creme-Lidschatten. Ich kann nichts versprechen, es muss natürlich auch irgendwie gut aussehen am Ende, aber ich könnte mir vorstellen, das auch als Übergangsfarbe zu benutzen, weil ich glaube, dass es zu der gräulichen Palette schön passt.
Es ist halt ein Creme-Lidschatten in so einem kleinen Pöttchen. Und es gibt da auch eine große Farbauswahl. Ich weiß nicht, ob es die auch in Deutschland jetzt gibt, aber ich meine schon, dass ich das bei Kati gesehen habe. Deswegen kam mir überhaupt die Idee, euch auch nochmal alle Produkte zu zeigen. Und das hier ist die Farbvariante Wildflower. Ja, so ein ganz, ganz, ganz helles Flieder. Finde ich richtig schön und kann ich mir halt auch monomäßig total gut vorstellen. Und aus Amerika habe ich dann auch noch diesen Blusher gekauft, den ich auch bis heute nicht benutzt habe. Aber das macht gar nichts, denn alles kommt zu seiner Zeit und jetzt steht es ja kurz bevor, dass ich dann die Produkte auf jeden Fall teste. Und da habe ich jetzt zwei verschiedene und würde mich jeweils für den jeweils passenden entscheiden. Ich zeige euch auch gleich die andere Farbe. Diese habe ich aus Amerika halt gekauft. Das ist der Camo Liquid Blusher in der Farbe Bronze Bombshell. Ja, und das ist halt so ein richtig schönes Burnt Orange. Ich finde es wunderschön. Ihr wisst ja, ich liebe diese entsättigten Braun-Orange-Töne. Die haben einfach mein Herz. Ich liebe es einfach total. Und die würde ich wahrscheinlich dann benutzen, wenn ihr euch für die grüne Lidschattenpalette entscheidet. Falls ihr euch aber für das Kühle entscheiden solltet, habe ich jetzt hier nochmal mir von Kati, jetzt kommen wir nämlich zu den Produkten, die auf jeden Fall jetzt hier aus dem deutschen Rossmann sind, mich für diese Farbe entschieden und mir das mitbringen lassen. Und zwar ist das die Farbe Peach Perfect. Also sowas ganz, ganz nudiges, farbloses, also etwas, was einfach nur so ein bisschen Kontur, ein bisschen Farbe gibt. Einfach so ein Blusher, so eine No-Blush-Blush-Farbe. Wisst ihr, was ich meine? Fand ich so interessant, weil ich bisher kaum solche hellen Töne habe und mich da gerade so ein bisschen rantaste. Finde ich auf jeden Fall schön. Ist, wie gesagt, aus derselben Reihe, deswegen glaube ich, dass es eben die andere Farbe mittlerweile auch in Deutschland gibt, aber falls es das gibt, habe ich euch das Ganze ja auf jeden Fall auch eingeblendet. Von der Rossmann-Seite. Alle Screenshots, die ich euch einblende, werden von der Rossmann-Seite sein. Dann habe ich auch ein Power Grip Dewy Setting Spray hier. Ich wollte unbedingt noch eins der Sprays ausprobieren. Ich bin ja nicht so der Mensch, der halt viel mit Foundation und sowas zu tun hat. Deswegen werdet ihr jetzt hier keine Foundation in diesem Haul finden. Ich werde auch keine Foundation mit euch benutzen, weil ich es einfach sonst auch nicht benutze. Und ich teste einfach Produkte auch gerne, die für mich dann in meinem Alltag Sinn ergeben, die ich gerne in meiner Sammlung habe, nach denen ich total gerne nochmal greife. Ich weiß, dass es das ein oder andere Mal das auch so gibt, dass man halt vielleicht mal ein Produkt wirklich nur für ein Video kauft, für einen Test, aber das kommt so selten bei mir vor, weil ich auch immer im Blick behalte, dass ich die Produkte auch wirklich benutze, weil nur dann ergibt das für mich Sinn und habe mir eben halt das Spray jetzt hier mitbringen lassen. Und Kati meinte aber, dass das nicht so super dewy ist. Es steht zwar Dewy Setting Spray, aber sie meinte, dass es so eine neutrale Dewiness hat. Also es ist nicht matt, aber es ist auch nicht so dieses, wir sehen so richtig spiegelglänzend danach aus, sondern sie meinte, dass es schon so neutraler ist, aber halt feuchtigkeitsspendend und ja, da bin ich doch immer für zu haben mit meiner trockenen Haut. Da freue ich mich richtig drauf, denn Concealer, ein bisschen Puder und Setting Spray ist ja gefühlt eigentlich so meine Base, die ich immer benutze und deswegen freue ich mich mega. Und wo wir gerade vom Base sprechen, ich habe mir den Concealer mitbringen lassen. Es gibt zwei verschiedene Reihen. Einmal eine matte Reihe und das hier ist die Hydrating Reihe oder beziehungsweise die Variante Hydrating Camo Concealer. Soll eine sehr hohe Deckkraft einfach haben und ich habe mir die hellste, wärmste Farbe mitbringen lassen. Fair Warm ist das, genau. Und ich habe einen neutralen bis leicht gelblichen Hautunterton und da funktioniert es immer ganz gut. Ich mag das halt nur nicht, wenn sich das dann zu sehr pfirsichfarbend entwickelt, was ganz oft mit so leicht neutralen Shades passiert. Deswegen greife ich manchmal sogar lieber in die Warm-Richtung, als einen neutralen Ton zu nehmen, weil Pfirsich sieht auch ganz komisch in meinem Gesicht aus. Das ist eben die hellste, gelbste Variante sozusagen. Und genau, den werden wir dann auf jeden Fall auch zusammen benutzen. Ich habe da mir aber auch schon ein bisschen Bild von gemacht, was ich euch dann auf jeden Fall so ein bisschen langzeitmäßig dann mitteilen kann, wenn ich das Video dann mache. Dann habe ich mir von Kati noch zwei Lip Liner mitbringen lassen. Und zwar diese hier. Da seht ihr auch schon, dass der eine auch schon benutzt ist. Jetzt finde ich überhaupt gar nicht die Farben dieser Cream Glide Lip Liner. Aber auf jeden Fall einmal den dunklen Violettton und einmal den hellsten
wärmsten Ton habe ich mir mitbringen lassen. Wie komisch, dass das nicht draufsteht. Also es stand, glaube ich, auf der Verpackung drauf, die ich halt abgemacht habe. Aber ist ja blöd, wenn man sich dann was nachkaufen will und man das nicht sehen kann. Also jedenfalls sehe ich die Farbbezeichnung jetzt hier drauf nicht. Ja, zwei Lip Liner. Den lila Lip Liner habe ich auch schon getragen. Den habt ihr auch schon in anderen Videos gesehen. Meine endgültige Meinung, das schauen wir uns dann im Testvideo auf jeden Fall zusammen an. Ich wollte vor allem den neutralen Lip Liner gerne haben, weil ich das mit diesem Produkt hier kombinieren wollte. Das ist das Glow Lip Oil. Und diese Farbe, ihr kennt mich, ne? Was soll ich sagen? Braune Lippen, orange-braune Lippen. Ist einfach meine halbe Persönlichkeit gefühlt. Und ja, freue ich mich auch drauf, weil ich liebe ja Lippenöle. Für mich sind Lippenöle einfach die besseren Glosse, weil sie eben so pflegend sind. Und gleichzeitig aber dann welche mit Farbe dann natürlich auch so eine schöne Farbabgabe haben. Da ist bei mir immer nur die Sache, meine Lippen sind von Natur aus sehr rosa. Und wie gut kommt das dann damit klar? Überdeckt es das vielleicht? Schmiert das irgendwo hin? Wichtig, testen wir aus. Dann habe ich noch zwei Tools gekauft. Und zwar einmal den Brow Lift Applicator. Der hat hier so einen Spachtel an der Seite und dann hier noch so ein Spoolie an der anderen Seite. Also, dass man wirklich so das so richtig festdrücken kann, falls man mit so Seifen arbeitet oder mit Wachsen arbeitet, extra für die Augenbrauen, um wirklich diesen super sleeken, feathered Look hinzubekommen. Und ich finde, das ist so ein spannendes Tool. Kathi hat sich das dann auch gekauft, wir haben das halt ja zusammen entdeckt. Und ja, sie findet es richtig toll. Ich bin gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich muss auch mal gucken, welches Produkt ich dann einfach nehme, um das mit euch zu testen, weil ich ja auch meine Schminksammlung sehr rigoros auch aussortiert habe zum Teil. Ob ich da noch was Gutes habe, dass wir das schön zusammen testen können. Dann, auch richtig schön, habe ich hier mir noch einen Pinsel gekauft, und zwar den Liquid Blusher Pinsel. Der sieht so aus, fühlt sich auch richtig schön an, also sehr hochwertig. Und das ist auch so eine Art von Pinsel, die ich persönlich ja liebe, um meinen Liquid Blusher auch auszublenden. Also es ist schon weich, aber nicht super weich. Also man hat auch noch einen gewissen Widerstand, das finde ich immer gut. Und den werde ich auf jeden Fall auch benutzen, um den Liquid Blusher dann einzuarbeiten. Finde ich gut, so vom rein optischen und wie es sich anfühlt. Und bin definitiv gespannt, ob mich das überzeugen wird oder nicht. Außerdem brauche ich natürlich auch noch Mascara für mein Full Face Elf Make-up. Und habe jetzt hier die Lash Extender Mascara. Das ist auch richtig gut. Also. Oh, ich sehe gerade, sie hat... Das ist eine braune Variante. Sie hat mir eine braune Mascara gekauft. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich meine, Qualität ist nicht so gut. Aber ich glaube, sie hat es auch gar nicht gesehen mit dem Licht dann bei Rossmann. Das ist halt so ein Silikonbürstchen mit ganz, 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 ganz kurzen Noppen, was so spitz zuläuft. Und ich liebe ja diese Art von Bürstchen. Das funktioniert für mich richtig, richtig gut. Also, ich glaube, dass mit dem... Grün Deckel, braune Mascara, wahrscheinlich schwarzer Deckel, schwarze Mascara, kann das sein? Steht auch brown drauf, ja, da hätte man drauf kommen können, ne? Finde ich auf jeden Fall gut, ich mag braune Mascara. Ja, und wenn sie mir gut gefällt, könnte ich sie dann ja auch nochmal in schwarz nachkaufen, falls ich sie haben möchte. Und dann hat Kathi noch das hier entdeckt. Sie weiß ja, dass ich gerne Looks mag, die so einfach sind. Und hat mir den hier noch geswatcht im Laden und ich fand den dann richtig schön, dass ich dachte, komm, nimm das auch noch mit, kaufe ich auch noch. Und das ist halt so einer von diesen Eyeshadow Sticks hier. Das ist der No Bud Shadow Stick in der Variante Champagne Crystal. Und das ist einfach auch so schön. Den swatche ich jetzt mal für euch. Finde ich richtig, richtig hübsch. Ich muss sagen, an ihr sah er ein bisschen heller aus. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir trotzdem vorstellen, dass ich den auch im Innenwinkel gut tragen kann. Ich mag da ja dann immer noch welche, die noch ein bisschen heller sind als das, weil ja... Ist auf jeden Fall dunkler als meine Hautfarbe. Ich glaube, da könnt ihr ihn sehen. Ja, aber es hat so richtig, richtig schöne Sparkles. Und ich mag ja so Eyeshadow-Sticks. Und da bin ich auch gespannt, ob der sich gut auf dem Lid verteilen lässt, ob der da gut sitzen bleibt oder ob der eher so sein eigenes Ding macht. Und ja, das sind die Produkte, die ich jetzt aktuell von e.l.f. hier habe, neu, unbenutzt, gekauft. Und schreibt mir, wie gesagt, unbedingt in die Kommentare, welche Lidschattenpalette ihr beim Testvideo sehen wollt. Falls ihr das hier seht, nachdem es online gegangen ist, dann ja, ist es schon zu spät, dann habe ich das Testvideo schon gedreht. Vielleicht ist das Testvideo sogar auch schon online, wer weiß, vielleicht siehst du das hier später. Dann schau sehr gerne auch dort vorbei. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!